Was müssen Unternehmen konkret lernen, damit sie sich im Internet noch besser aufstellen können? Ich denke, grundsätzlich muss ein Unternehmen in mehreren Stufen denken dabei. Die erste Stufe sollte sein, dass man sich darüber im Klaren ist, dass das Internet ein Medium ist, in dem man gefunden werden muss. Das heißt, es muss dem Kunden leicht sein, einen wiederzuentdecken, beziehungsweise auch relativ leicht auf die eigenen Angebote beziehungsweise die Webpages zu kommen. Das halte ich aber für heute nicht mehr für das große Problem. Viele Unternehmen kennen sich im Search Engine Marketing aus. Da gibt es die klassischen Ansätze für. Da muss man nicht mehr so viel lernen. Viel wichtiger sind die nächsten Stufen eigentlich. Die erste Stufe, über die man nachdenken sollte, ist dann vor allen Dingen die, dass man sich fragt, wie kann ich dieses vernetzte Medium dann auch für die Interaktion mit meinem Kunden nutzen? Und das bedeutet vor allen Dingen, dass ich verstehe, dass mein Kunde mit mir in Interaktion treten will. Und das bedeutet, dass ich mich darauf einlasse, dass ich dem Kunden den Zugang zu mir ermögliche. In diesem Dialog geht es dann wirklich um einen Dialog auf Augenhöhe und nicht um einen Dialog, wo ein Unternehmen versucht, seinem Kunden was beizubringen. Hier helfen Stichworte wie zum Beispiel Permission Marketing, Opt-in-Versionen oder Optionen, dem Kunden bestimmte Inhalte darzubieten, beziehungsweise auch zu verstehen, dass es in diesem Dialog nicht unbedingt immer um den Kauf geht, sondern sehr gut um bestimmte Nachkaufaktivitäten handeln kann, die für den Kunden teilweise wichtiger sind als der Kauf. Ich kann After-Sales-Services anbieten oder kann sogar so weit gehen und versuchen, den Kunden dann über eine längerfristige Zeit in dem Dialog an mich zu binden und ihn über mehrere Käufe vielleicht davon abzuhalten, zur Konkurrenz abzuwandern. Als dritte Stufe, und das sehe ich als die herausforderndste an, geht es vor allen Dingen darum, den Kunden in seiner vernetzten Interaktion, in seinen Communities, meinetwegen auch in den Social Networking Sites, aktiv anzusprechen und zu verstehen, dass in dieser Kommunikation und Interaktion das Unternehmen selber immer eine nur untergeordnete Rolle spielen kann. Wichtig ist, dass diese Communities sich finden, weil Menschen sich finden. Und nicht, weil Unternehmen versuchen, mit ihnen zu kommunizieren. Das hat relativ weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis von Unternehmen, welchen Mehrwert oder welche Marketingaktivitäten den Kunden dann auch wirklich einen Added Value bieten können. Und in diesen Fällen kommt es vor allen Dingen darauf an, dass ich verstehe, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, was sich primär mit anderen austauschen will und gar nicht häufig darauf aus ist, sich mit einem Unternehmen zu unterhalten.